Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute am 25.11.2013. Sie merken, meine Stimme ist immer noch K.O. Entschuldigung dafür. Ich habe Ihnen als allererstes, bevor wir zum DAX kommen, mal mitgebracht das aktuelle Depot-Handelssignal vom Börsenprofi seit Auflage. Naja, die Auflage ist erst knapp 4 Wochen. Also Sie sehen, am 28.10. haben wir den ersten Trade gemacht, also nicht mal 4 Wochen. Und aktuell, hier sind wir die abgeschlossenen Trades, Gold, DAX, Euro, Dollar, Gold und so weiter, haben wir, ja, liegen wir ganz gut im Saft. Ich habe hier immer einen Standardkontrakt gehandelt, also einen normalen CFD-Kontrakt, einen vollen CFD-Kontrakt mit einem 25.000 Euro Konto, und das Konto steht jetzt nach 2 Wochen nicht mehr auf 25, sondern auf 32.759.000 Euro. Das ist eine Performance von 31,04%, wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen. Und Sie wissen, dieser Dienst ist kostenlos. Wenn Sie also Interesse haben an diesen Trades, wenn Sie von diesen Trades partizipieren möchten, mir einfach eine E-Mail schreiben, seibel@tradingstories.de. Hier sehen Sie auch die offenen Positionen. Wir sind im Öl-Long, wir sind im S&P-Long, wir sind im DAX-Long. DAX allerdings nur mit einer Hälfte, mit einer halben Position, weil wir hier aufgrund von Klumpenrisiko hier im S&P 500 ein kleines bisschen zurückgefahren haben, das Gas. Aber beide Positionen liegen bereits im Plus, Öl liegt leicht im Minus, das kann man sagen, das ist kein Problem. Okay, das der Vorrede, langer Rede, kurzer Sinn. Kommen wir jetzt zum DAX. Der DAX hat per heute Morgen, Montag, diesen wichtigen Widerstand 9250 aus dem Weg geräumt. Das ist insofern wichtig, weil Sie sehen, es ist erstens ein neues Jahr so und zweitens halt einfach ein Widerstand hier aus der Fibonacci-Projektionstechnik. Wir sind jetzt möglicherweise hier in einer Ausbruchsbewegung, die den Markt dann bis an die obere Grenze des Kanals führen kann. Je nachdem, wann der Kanal erreicht wird, liegt das Kursziel dann so im Bereich 9,440, 9,5, 9,460, so die Richtung in jedem Fall. Und das sieht danach aus, als ob der DAX dieses Kursziel auch zumindest mal in der Woche erreichen wird, denn wir dürfen nicht vergessen, Stichwort Seminar oder Webinar am morgigen Dienstag, kostenlos übrigens. Wir haben die Thanksgiving-Woche und die Thanksgiving-Woche ist wie immer sehr, sehr bullisch für die Märkte, und man sollte nicht die Thanksgiving-Woche dazu benutzen, Aktien abzubauen, sondern ganz im Gegenteil, Aktien aufzubauen, zu akkumulieren. Und genau deshalb haben wir im Börsenprofi, in meinem Börsendienst, bereits am letzten Freitag eine Long-Position im S&P eröffnet und wir sind heute zum Eröffnungskurs Long im DAX gegangen. Und Sie sehen, der Eröffnungskurs lag hier bei 9.240, 41 Punkten. Jetzt schon 20 Punkte vorne. Bei einem Future ist es schon wieder 500 Euro, was Sie da haben gewinnen können. So sieht es für den DAX aus die nächsten Tage. Wir sind logisch hier oben im RSI übergekauft, aber hier meine etwas reagiblere, die im Eisstochastik, die ist schon wieder aus dem überverkauften Bereich, man mag es kaum glauben, nach oben abgedreht, zeigt uns schon wieder ein Kaufsignal. Insofern bin ich da recht optimistisch, dass sich das Kaufsignal auch weiter manifestieren sollte. Also DAX, ich bin weiter positiv, warum auch nicht. Nochmal der Hinweis, Handelssignal vom Börsenprofi kostenlos. Depot haben Sie gerade am Anfang gesehen. Über 30% im Plus. Hier schreiben Sie mal einfach eine E-Mail an seibel@tradingstories.de. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, morgen um 18 bis 19 Uhr ein Webinar zum Thema Thanksgivings und Weihnachtsrallye. Diesmal nicht exklusiv, aber ich behalte mir vor, Webinare in Zukunft auch exklusiv zu machen, wie zum Beispiel in der letzten Woche, als es um das Thema Übernachthandel im S&P 500 und im DAX ging. Exklusiv bedeutet nur für die Teilnehmer von meinem Börsendienst. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Bye, bye.